Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir befinden uns noch in der Nachtsession, haben leider das letzte Spiel unverdient verloren. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt dieses Spiel verdient gewinnen werden. Oder halt von mir aus auch unverdient, aber verdient gewinnen werden wir lieber. Hauptsache wir spielen. Vor allem der Gegner war halt relativ schwach. Also dafür, dass ich gedacht habe, dass jetzt erstmal vor allem ziemlich krasse Gegner kommen, war da nicht so gut. Aber ich hab's geahnt. Man verliert dann gegen so einen schwächeren Gegner und bekommt dann als nächstes direkt wieder so ein Monster-Team, ey, zum Kotzen. Ach, da hat Alessandrini als Foot-Champions-Karte. Hätte ich auch gerne als Champion gezogen, hätte ich nämlich die normale verkaufen können. Also die Inform. So, jetzt konzentrieren, come on, verdient gewinnen. Auch wenn der auf ein paar Positionen besser besetzt ist als ich. Das war da schon mal gut gespielt. Gut gespielt, schöner Schuss. Ich glaube, Donnarumma war sogar noch dran. Und da gibt es auch direkt die Pause. Wäre geil, wenn er jetzt abbricht. Ah, das glaube ich nicht. Er wird vielleicht irgendwas umstellen oder so. Ja, Griezmann, krass. Overmars, ist das eine Legende? Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Vielleicht auch nochmal eine Inform. Kanté ist halt so schon krass. Donnarumma ist gut. Bonucci, Manolas, gut. Ja, schönes Team auf jeden Fall. Hä, warte mal, hat er Daily Ellie? Daily Ellie heißt das so? Ich glaube, ne? Das heißt auf jeden Fall Ellie. Dieser Sechser da. Aber, ach, jetzt hat er es umgestellt, sein Team. Guckt. Jetzt hat er nämlich zwei Stürmer. Alles klar. Cool, dass wir nochmal reingeguckt haben. Das macht ja nichts. Wir führen trotzdem 1-0. War noch dran, oder? Ja, war noch mit der Hand dran, aber lenkt ihn trotzdem rein. Da haben wir ja schon richtig Glück, dass er noch reinging. So, zeitiges Tor haben wir in den letzten Spielen häufiger gehabt. Meistens auch gewonnen. Nee, eigentlich bisher die letzten Spiele immer gewonnen. Bei dem 1 war erst nach dem Elfmeterschießen, aber es ist ja egal. So, ich klammer raus. Ist zu gefährlich, ist zu eng, sind so viele Spieler da. Super knapp. Macht Ginter gut. Komm, renn ruhig ein bisschen hin und her. Natürlich schon eher aufpassen gedrückt, dann ist er irgendwie mit dem Ball gestolpert. Dann kommt er an, alles klar. Hat er gedacht, dass er einfach so vorbeikommt. Schönes Foul. Sehr aggressiv der Gegner. Sehr, sehr aggressiv. Aber das kann man manchmal auch ausnutzen. Schwacher Ball. War halt wieder ein Laufpass, obwohl ich nochmal einspiele. Konzentrieren. Wir müssen dann ganz schnell ein zweites Tor machen, würde ich sagen. Deckt da ab, ja. Ah, scheiße, da drüben ist auch quasi gedeckt. Oh, das ist eklig. Werner ist nicht kopfballstark. Da ist nicht gedeckt. Nicht krass zumindest. Scheiß drauf, wir spielen jetzt einfach nach vorne. Kein Bock mehr.
Schöner Laufpassverschmelzer. Oh, Griezmann ist schnell. Genau richtig antizipiert. Nein! Och, bist du denn doof? Alter, der ist so aggro, das ist ja unglaublich. Sogar gepasst. Oh Mann. So ein Scheißlager, ohne Kack, ey. Ohne Scheiß. Das ging schon los, dass er quasi durch Süle durchspielt und er die Angriffe hinbekommt. Unglaublich. Meiner Meinung nach nicht verdient, dieser Ausgleich. Aber spielt auch keine Rolle. Wir machen einfach noch ein Tor. Seine aggressiven Scheißspielweise. Endlich. Sollte der Ball auch nicht hin? Schön rausgespielt, hat aber auch Zeit. So schießt man Tore, nicht so dumm wie der, ey. Aber krass, ich hätte echt gedacht, dass Arangis schon im Abseits ist, aber war er noch nicht. So, jetzt brauchen wir aber noch eins, da geht es ja eine aggressive Spielweise auf dem Sack. Brauchen eigentlich noch drei, ne, noch zwei reichen. So, ich trinke erstmal einen Schluck. Passgenauigkeit 91%, sehr schön. Konzentrieren, come on. Brauchen wir mindestens zwei Tore, würde ich sagen. Oh nein, jetzt bitte kein Lagertor. Logischerweise wollte ich ihn auch nicht so rausspielen, ne? Ich wusste nicht, dass ich am Ballbesitz bin. Fuck, gibt's noch eine Ecke, ey.
Schade, hab immerhin nur einen Einwurf. Schönes Foul. Aber ich wäre auch durch gewesen, ne? Das wäre sehr gefährlich geworden für ihn. Das ist eigentlich auch Geld, meiner Meinung nach. Oh, zu straff, schade. Scheiße, ich dachte, ich kann mich noch. Ich dachte, er richtet sich erst noch mal einen Schritt besser aus, bevor er schießt, aber das hat er leider nicht gemacht. Scheiße, rausgespielt. So ein scheiß gespielter schwacher Pass wieder. Schade. Ich hätte es anders machen müssen. Das war nicht gut von mir. Schade, der war vielleicht rein. Ich wusste, dass er dahin spielt. Pulisic war wirklich dran als letztes, krass. Er ist ja eigentlich super klein, ne? Komm, 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 keine Ecke. Scheiße.
Oh, zum Glück abseits. Na, endlich haben wir wieder Ballbesitz. Jetzt rückt die Scheiße raus und macht keine Scheiße, ey. Okay, jetzt natürlich Zeit spielen. Und das Ding hier verdient runterspielen. Es sei denn, Kimmich spielt so einen Pass, was man von ihm gar nicht kennt. War, glaube ich, sogar abgefälscht, aber ist egal. Krass, dass wir das wirklich 2-1 gewinnen, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass halt dieses eine Tor Vorsprung ausreicht. Aber umso zufriedener bin ich natürlich. Und stimmt, Arangis hat ja noch diesen krassen Alu-Treffer und hätte ja fast noch ein richtig geiles Distanztor gemacht. Oder war das im letzten Spiel nicht? Das war in dem. Zwei Tore Arangis. Vorlage von Werner und Tolisso. Ich habe generell so das Gefühl, dass meine Stürmer Werner und Icardi in letzter Zeit mehr Vorlagen schießen als, also spielen als Tore schießen. Das ist irgendwie merkwürdig. So. Ja, der war noch bei, der war vor kurzem noch bei deutlich mehr Toren als, ach nee, Moment mal. Doch, doch, da war bei 17 Toren und ich glaube, 6 Vorlagen. Ja, okay, jetzt sind es gar nicht so viel mehr geworden. Aber egal. Dann kam es mir vielleicht nur so vor. Aber wie gesagt, die machen halt insgesamt weniger, habe ich das Gefühl. Aber es wird auch an den besseren Spielern liegen, die, also Gegnern, die einfach sehr gut verteidigen. So, jetzt können und müssen wir aber mit der Calcio A spielen. So, müssen wir jetzt einfach noch ein Spiel? Ja, genau. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob wir jetzt noch ein Spiel hier in der Aufnahme haben oder ich eine neue anfangen müsste. So, hoffen wir, dass wir die auch noch gewinnen. Und los. Konzentrieren, aber wahrscheinlich werden die Gegner jetzt auch krass, also noch krasser. Ich meine, guckt euch mein Team an, wir haben nur noch 3 nicht aufgewertete Spieler. Also wahrscheinlich wird sich jeder denken, der dieses Team als Gegner sieht, sich denken, ach du Scheiße, was ist denn das? Vor allem jetzt mit dem abgegradeten Khedira und Cuadrado sieht es natürlich nochmal deutlich krasser aus, das Team. Aber es war jetzt gar nicht mal so teuer. Klar, es ist nicht das billigste Team, aber es geht deutlich teurer. Also da gibt es wahrscheinlich Teams, die sehen weniger spektakulär aus als das, was ich habe, und sind aber viel teurer. Also das sind keine 500.000 oder 400.000, die das Team wert ist hier. Das ist zum Beispiel Boateng, Alaba. Also ich habe keinen Spieler, der so viel kostet wie ein Alaba zum Beispiel. Boateng, Alaba, Vidal, Kanté. Ich glaube, Mbappé hat er noch im Sturm gehabt. Also das Team ist auf Garantie teurer als meins. Ja, Mbappé, Martial, Vidal, Kanté, Dembele, Alaba, Boateng. Die sind alle super teuer. Das Team ist, das ist direkt so ein Team. Ich finde, das Team sieht nicht so krass aus wie meins, aber es ist definitiv teurer als meins. So, mal gucken, ob er die Aufstellung umgestellt hat. Ja. Spielt auch wieder mit 2 Stürmern, 2 Schnellen natürlich. So, jetzt konzentrieren. Ich will wieder verdient gewinnen. Dieser Brozovic ohne seinen Körper, das nervt echt manchmal. Aber ich weiß, was er nicht mehr hat. Also ich werde logischerweise ihn jetzt nicht, deswegen. Geil, wie Koulibaly einfach nur rüberläuft und dadurch ihn halt komplett umreißt, den Spieler. Also Mbappé war es, glaube ich.
Geiler Pass, ich wollte ihn eigentlich hochspielen, aber es ging auch so. Das habe ich gemeint. Ich weiß, was ich an Brozovic habe. Schöner Distanztreffer. Hey, ich hätte auch nicht gedacht, dass er reingeht, ganz ehrlich. Also ich dachte, der geht nicht rein. Oh, getunnelt und verdeckt geschossen. Aber den hätte, glaube ich, Fährmann auch so nicht gehabt. Da war, ja, da war sehr platziert. Aber wie gesagt, das sah beim Schuss jetzt und der Schuss eigentlich meistens sah da gar nicht so krass aus. Aber das ist natürlich individuelle Klasse. Brozovic hat einfach einen guten Distanzschuss. Krass gespielt, kann man nicht anders sagen, war krass gespielt. Problem war hier, dass ich falsch antizipiert habe und nicht gedacht hätte, dass er halt durchzieht, sondern ich dachte, er bricht ab bei der Ballannahme und er zieht halt leider durch. Tja, das war hier mein Fehler. Hier dachte ich, er bricht ab. Und das war einfach nur krass gespielt, leider. Erster gefährlicher Angriff vom Gegner und direkt ein Tor. Nice luck. Es war kein Stürmerfoul, ey. Wollt ihr mich verarschen oder was? Ich hatte den Ball. War klar, dass er reinflankt. Oh, und Boateng kommt sogar zu Kopfball. Leider gut gespielt. Also die Führung ist leider verdient, weil beide Angriffe waren einfach sehr gut gespielt. Und ich habe den Fehler mit Terreira im Mittelfeld gemacht. Dieser Ballverlust hätte nicht sein dürfen. Aber egal, es ist auch ein Tor Vorsprung. Gegner scheint zwar sehr gut zu sein, aber ich gehe davon aus, wir können hier definitiv noch ein, zwei Tore machen. Toller Pass Icardi auf 1 Meter Entfernung, war natürlich schwer. Koulibaly hatte ihn doch schon, nice. Weil ich gestört werde, also ihr habt es ja gesehen. Schade. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Ey, sorry. Geiles Auge vom Gegner. Der Gegner spielt gut, bisher auch besser als ich, würde ich sagen.
Hat natürlich auch Glück, aber wer hat es nicht? Schwach gespielter Pass von El-Sharawi. Oh, ich merke gerade, dass meine Konzentration leer heißt. Scheiße, es wird wahrscheinlich doch die letzte Aufnahme werden, weil ich habe es gerade gemerkt, dass da die Konzentration etwas im Arsch ist. Also ich werde noch das zweite Spiel dann machen hier, aber dann ist es wahrscheinlich auch vorbei für den Samstag. Vor allem, wenn jetzt wirklich die deutlich krasseren Spieler kommen, also Gegner kommen, dann sollte ich schon versuchen, da am Sonntag mit voller Konzentration zu spielen. Sollte logischerweise wieder auf Quadrado gehen. Entweder ziehe ich gerade total scheiße ab. Ich glaube, ich pisse gerade der Gegner total ab. Ich weiß nicht wieso. Wieder grandios gespielt. Also es könnte schon lange 3-1 stehen. Aber wie gesagt, mich regt, glaube ich, gerade irgendwie der Gegner auf. Ich spiele nicht gut. Ich spiele nicht gut. Gegner spielt bisher auf jeden Fall besser und verdient die Führung für ihn. Aber vielleicht schaffe ich es in der zweiten Hälfte, das irgendwie besser zu machen. Und das Spiel zu drehen. Und vielleicht auch verdient zu drehen. Schade, das hätte definitiv das 2-2 sein können. Ich wäre zwar nicht verdient gewesen, aber hätte mich gefreut. Elfmeter, krass. Hast schon ewig keinen Elfmeter mehr im Spiel gehabt. Weder für noch gegen mich. Aber erstmal treffen. War das einer? Ich habe es nicht wirklich gesehen. Ja, ich glaube, es waren Elfmeter. Geil, wie ich ihn verschieß. Richtig schlecht. Oh Gott. Elfmeter darf man natürlich nicht verschießen, vor allem nicht, wenn der Gegner nicht springt. Oh, das regt mich gerade so auf. Ich habe jetzt gerade auch keinen Bock mehr zu spielen, ganz ehrlich. Weil ich diesen Elfmeter verschossen habe, weil, wie gesagt, wenn der Gegner ihn hält, weil er an der richtigen Ecke ist, okay, aber ich darf ihn einfach nicht verschießen.
Oh, das ist rot, scheiße. Oh, ist eigentlich rot. Ach, ich bin gerade angepisst, vielleicht. Ach, das war dumm von mir, diesen Elfmeter zu verschießen. Fuck, Mann. Oh, es regt mich gerade so auf. Ich kann auf jeden Fall noch keine weitere Aufnahme machen. Dafür bin ich zu angepisst. Mist, 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 Mist. Ich versuche einfach mal gerade jetzt nicht mehr zu reden. Vielleicht komme ich wieder runter. Vielleicht schaffe ich ein Tor zu schießen. Das ist halt immer das Beste. Wie dumm von mir, halt direkt nach vorn spielen zu wollen. Oh, so ein Scheißer, Mann. Wie gesagt, meine eigene Schuld. Mach den Elfmeter rein und alles ist gut. Och, das kotzt mich an. Der Gegner führt absolut verdient 3-1, aber ich weiß, da wäre mehr drin gewesen. Deswegen nervt das so krass. Jetzt brauche ich ein richtig schnelles Anschlusstor, dann ist hier vielleicht noch was drin, aber ist unwahrscheinlich. Wie gesagt, Gegner führt ja auch verdient. Oh ja, und dann kommt natürlich die Scheiße wieder nicht, so wie ich das will, ey. Ja, ich weiß es nicht, wie er das schafft, sich da so zu drehen. Keine Ahnung. Ja, gelb-rot, mir egal. Och, krass, Musacho auch noch. Der Innenverteidiger wieder. Geiles Tor, ich hätte nicht gedacht, dass es Musacho ist, der den schießt.
hat er auch vorher gut gedribbelt. Ach, ja, noch ein Lackertor, ey. Schießt den Elfmeter komplett beschissen. Donnarumma hat keinen Bock, ihn festzuhalten. Egal. Geiler Schuss von Alessandrini. Nicht schlecht. Ja, Brozovic, der Pass war ultra schwer, klar, den muss man halt dann so spielen. Also logisch, dass diese 7 Tore fallen, weil ich nicht mehr richtig mitspiele, aber das Ding ist jeden Tag. Schade, egal, ich denke gar nicht darüber nach, wir haben jetzt noch ein Spiel, was ich spielen will, damit wir auf 11 kommen und dann war es das erstmal und die restlichen 11 Spiele machen wir dann am Sonntag. So, nochmal runterkommen. Moment mal, wir haben jetzt noch 11 Spiele. Ach so, das ist schon das letzte Spiel gewesen. Ja, umso besser, weil dann mache ich jetzt kein Spiel mehr. Einfach weil ich dieses letzte Spiel, also wie gesagt, Gegner war besser als ich, hat verdient gewonnen. Wie gesagt, über die Höhe brauchen wir nicht reden, weil das ist dann logischerweise kein richtiges Spiel mehr gewesen. Aber mich hat es halt so angepisst. Ich denke, ich hätte einen Tick besser spielen können. Wahrscheinlich nicht sehr viel. Ich spiele, denke ich, gerade schon ganz gut. Hätte aber insgesamt, wie gesagt, wir reden bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann halt nicht mehr richtig mitgemacht habe. Aber bis zu dem Zeitpunkt würde ich sagen, ich hätte schon einen Tick besser spielen können insgesamt. Dass ich jetzt nicht voll konzentriert bin, schon müde bin wegen Nachtsession, ist auch klar. Aber wie gesagt, ein Tick besser wäre drin gewesen. Aber was mich halt auf jeden Fall aufregt, was mich halt mega aufgeregt hat, ist, dass ich beim Stand von 1-2 halt diesen Elfmeter zum 2-2 nicht mache. Dann ist das Spiel wieder komplett offen. Das gibt mir nochmal eine neue Moral, einen neuen Boost. Und dann kann ich hier viel mehr aus dem Spiel rausholen. Und das darf nicht passieren, dass ich so einen Elfmeter im Spiel so krass verschieße. Und das hat mich halt so aufgeregt, dass, naja, da nicht mehr viel drin war. Aber ich denke, wir können trotzdem zufrieden sein bisher. Und ich hoffe, dass die letzten 11 Spiele dann am Sonntag auch noch gut laufen. Von daher, ja, wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis bald und euer Paxis. Tschüss.